Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als ich dieses Bild bearbeitet habe, ist mir die Idee zu einem weiteren Video eingefallen. Und zwar habe ich hier in diesem Video zwei Personen, die mich massiv stören, denen das komplett egal war, dass ich da fotografiert habe. Und ja, bevor ich da eben mit Photoshop versuche, die beiden Personen zu entfernen, wollte ich das mit Capture One umsetzen. Und wie ihr seht, hat das funktioniert. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Gleich geht's los. Gut, das heißt, wir brauchen unsere lokalen Anpassungen und diese zwei Ebenen werde ich gleich mal entfernen. Gut, dann gehen wir hier auf dieses Icon drauf, dieses Pluszeichen, und erstellen eine neue Reparaturebene. Und die nenne ich jetzt einfach Person links. Mit der Taste B habe ich jetzt meinen Pinsel. Und hier pinsel ich einfach nur über diesen Bereich drüber, wo die Person zu sehen ist. Und Capture One versucht mir hier einen Anhaltspunkt zu verrechnen. Das wäre hier oben im Himmel. Und diesen verschiebe ich jetzt einfach nach unten. Achte darauf, dass der Horizont oder dieses Ufer auf gleicher Höhe ist. Und gehe noch ein bisschen weiter rein, dass ich sagen kann, okay, es passt von der Farbe und der Luminanz halbwegs. Dann kann ich hier noch mit dem Pinsel ein wenig ausbessern, wo es mich noch ein bisschen stört, oben ebenso. Gut, erste Person weg. Dann gehen wir wieder auf dieses Pluszeichen, eine weitere Reparaturebene und die nenne ich Person rechts. Selbes Prozedere, wir gehen jetzt hier wieder her mit diesem Pinsel und maskieren uns genau diese Person raus. So, hier unten ein wenig noch. Und jetzt habe ich im Hintergrund noch einen Baum und den werde ich so weit anpassen, dass ich hier einen Baum noch treffe. Das Ufer wieder auf gleicher Höhe ist, jetzt gehe ich noch mal weiter rein. So, bisschen rauf noch. Und jetzt kann ich wieder hier ein wenig anpassen. Und dasselbe mache ich hier oben auch noch, dass ich schön weg habe. Jetzt könnte ich hier noch zusätzlich den Sonnenfleck hier noch entfernen. Sonnenfleck rechts. Und jetzt gehe ich hier einfach wieder mit meinem Pinsel drauf. Nein, da oben möchte ich ihn nicht haben, ich möchte ihn hier haben. Noch ein bisschen. So, und weg sind die störenden Gegenstände. Die Personen ganz hinten am Ufer, die fallen nicht sonderlich auf, meiner Meinung nach. Und hier ein kleiner Vergleich. Person links, Person rechts und der Sonnenfleck noch. Okay, das war's zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video geil gefunden habt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!